Es geht los mit Open Source Orgelbau. Ich bin sehr, sehr gespannt. Jeder Bereich des Lebens, jeder Bereich, den man irgendwie handwerklich bauen kann, wird Open Source. Maker, Prototyper erobern sich alles. Und ich freue mich sehr, dass Benjamin Wand hergekommen ist, um eben auch über Orgelbau mit 3D-Druckern und Elektrobasteln zu sprechen. Er hat Janik mitgebracht. Janik Beierstedt unterstützt bei den mechatronischen und kommunikationstechnischen Aspekten. Und ja, ich bin extrem gespannt, was das Update ist zu diesem Thema. Dankeschön. Ja, guten Tag. Schön, dass ihr uns jetzt hier zuhört, dass ihr alle noch gekommen seid am letzten Tag. Die meisten stellen sich eine Orgel wahrscheinlich ungefähr so vor. Ich würde aber Hackerspaces und Einzelpersonen eher vorschlagen, ungefähr sowas zu bauen. Man könnte vielleicht noch Räder drunter machen. Vielleicht sollte ich vorher sagen, dass ich gar nicht vorhabe, eine Orgel zu bauen, jedenfalls gar keine große. Aber wenn ein Hackerspace eine bauen möchte, kann ich gerne da unterstützend tätig sein. Vielleicht noch ein kleiner Definitionsversuch. Was ist eine Orgel eigentlich? Es müssen Daten irgendwo rein, Druckluft muss irgendwo herkommen. Die Daten und die Druckluft müssen irgendwie zu strukturiert vorliegender Druckluft verheiratet werden. Die geht dann zu den Pfeifen und raus kommen Töne. Es gibt da Graubereiche. Ist ein Harmonium eine Orgel? Muss ich nicht beantworten. Es ist ein Graubereich. Man könnte auch noch eine weitergefasste Orgel-Definition anbringen, die ist, dass es eine Maschine ist, die kontinuierliche Klänge erzeugt, also nicht perkussiv. Dann würde eine Hammond-Orgel auch eine Orgel sein. Ich würde nicht eine Klaviatur voraussetzen, wenn man einer Drehleier ein MIDI-File abspielen täte oder algorithmisch ausgesuchte Töne abspielen täte, würde ich auch sagen, das ist eine Orgel. Hier sind mal ein paar Pfeifen aufgezeichnet, und zwar typische für eine Orgel. Bis Nummer 14, das sind Labialpfeifen, die funktionieren wie eine Blockflöte. Und rechts daneben sind Lingualpfeifen, die funktionieren wie eine Klarinette. Es gibt auch noch so eine sonstige Fraktion. Wer experimentelle Sachen lustig findet, kann mal Vox Maris googeln. Also das ist halt eine andere Bauform noch von Pfeifen, die gemacht ist, mit sehr viel Druck und sehr viel Lautstärke zu arbeiten, outdoor. Mit wenigen Ausnahmen kann man sagen, dass ein Blasinstrument immer einen Generator und einen Resonator hat. Der Resonator ist das Rohr und der Generator ist der Mechanismus, der die Luft in dem Rohr zum Schwingen bringt. Bei einem Blasinstrument macht man das mit den Lippen zum Beispiel, bei Zungenpfeifen ist es die Zunge und so weiter. Die verschiedenen Generatoren und Resonatoren klingen unterschiedlich. Deswegen gibt es diese verschiedenen Bauformen von Orgelpfeifen. Also die sind, dass jeder ein bisschen anders klingt. Bei meinen eigenen Designs bin ich bis jetzt fast immer davon ausgegangen, dass man da ein Rohr reinschiebt. Das bringt also eine Einschränkung auf zylindrische Pfeifen mit sich. Die Pfeifen sind alle parametrisch und in FreeCut oder OpenSCAD. Man muss also seine Werte, also seinen Durchmesser, seinen Aufschnitt und so weiter in das File reinschreiben, STL exportieren und dann kann man es 3D drucken. Bei FreeCut ist das in dem Spreadsheet und bei OpenSCAD ist immer oben so eine Variablenzone. Dann kann man den Kram reinschreiben. Hier seht ihr mal einen sehr schematischen Querschnitt von einer Metallorgelpfeife, einer Blockflöte und den Dingern, die ich so mache. Es gibt viele Gründe für Designentscheidungen bei Details, bei Orgelpfeifen, also deswegen sind die alle ein bisschen unterschiedlich. Aber im Groben sind 99% der Gründe, weshalb die Dinger so aussehen, im Groben, Fragen der Praktikabilität des Bauens. Diese Metallorgelpfeifen sind halt aus Blech zusammengelötet, deswegen haben die überall diese dünnen Wände. Und deswegen ist auch hier diese Luft drin, weil sich das so halt am besten bauen lässt. Wenn man eine Blockflöte baut, bohrt man ein Loch in ein Stück Holz, dann schnitzt man das Labium hier
Und dann schiebt man den Block rein. Deswegen ist da dieses, ist da dieser große schwarze Block. Das hängt also damit zusammen, wie die Dinger gebaut werden. Wenn man hingegen was 3D druckt, dann sind die Spielregeln einfach anders. Sowas wie, ich schiebe einen Block rein, ist dann einfach nicht so relevant. Was jetzt hier vor allem auffällt, ist, dass unten lauter, dass es hohl ist, unten, unterhalb des Labiums. Auf die Idee bin ich auch nicht ganz sofort gekommen, sondern zunächst hatte ich mehr blockflötenartige Pfeifen gedruckt, aber ich habe festgestellt, das geht. Und man muss also den Generator nicht an das Ende des Rohres machen. Wenn jemand sich überlegt, wie eine Querflöte aussieht, dann ist es ja auch so, dass da der Generator nicht am Ende des Rohres ist. Ich habe das nicht nachgeguckt, aber angeblich hat Helmholtz gesagt, auf 7/8 mache man seinen Generator. Also wenn jemand nicht weiß, mit was für einer Mensurierung anzufangen, dann würde ich das jetzt mal vorschlagen. Ich habe auch mehrere Labialpfeifen von Thingiverse mal ausgedruckt und so richtig geil fand ich die alle nicht. Es ist nämlich so, dass diese Orgelpfeifenbauform eigentlich davon ausgeht, dass man das noch mit Handwerksmethoden nachbearbeitet. Und das geht bei also Orgelmetall besonders in besonderen Arten und Weisen gut, die bei Plastik nicht so in der Form gehen. Genau, man muss das nicht unbedingt nachbauen, die Form einer Orgelpfeife, wenn man eine Labialpfeife haben möchte. Dann wollte ich kurz was sagen zu den Designprogrammen. Zunächst habe ich ja immer mit FreeCAD gearbeitet und bin dann zu OpenSCAD übergegangen. Das sind jetzt zwei sehr unterschiedliche Ansätze. Aber im praktischen Handling würde ich vorschlagen, wenn man mal nur kurz was braucht, möge man FreeCAD nehmen, weil da kann man so Pi mal Daumen einfach Dreieck, Viereck, Stern machen. Und wenn man dann beschließt, das ist jetzt ein richtiges Projekt und man will, dass das skaliert, dann ist es nicht ganz doof, das nochmal in OpenSCAD nachzucoden, weil man es dann nämlich gut versionieren kann und es nicht andauernd crasht. Einer der Gründe, weshalb das so ein Hassle ist mit FreeCAD, ist, dass wenn man da seine Parameter eingibt in diesem Spreadsheet, ist nach jeder Eingabe das Modell neu berechnet. Und dann hat man halt mitunter mathematisch unmögliche Modelle. Dann hängt es sich auf. Also man kann jetzt versuchen, dann immer die Parameter in der richtigen Reihenfolge einzugeben, aber es ist sehr nervig, dauert sehr lange und macht einfach keinen Spaß. Ein Problem hingegen bei OpenSCAD, was ich gefunden habe, ist, dass da oft die Files nur mit bestimmten Versionen laufen. Und wenn man jemandem ein OpenSCAD-File gibt, dann kriegt man oft zurück, es funktioniert nicht. Und dann muss man über Programmversionen reden. Das lässt sich dann meistens auch fixen, aber das ist halt alles noch sehr unfertig vielleicht. Oder vielleicht müssen Sie sich nochmal überlegen, was Sie da eigentlich wollen. Wie ist das mit dem Plastik? Gehen die Sachen nicht schnell kaputt? Orgelbauer tun gerne so, als würden Orgeln Jahrhunderte halten. Das ist eine schwierige Annahme. Da sind nämlich bewegliche Teile drin und eigentlich würde seriöserweise zu einer Orgel auch immer ein Wartungsvertrag gehören, was oft nicht so ist und dann sind die Dinger halt kaputt. Also, oder teilweise kaputt. Und ich würde vorschlagen, da vielleicht ein bisschen realistisch ranzugehen und gute Schätzungen zu machen, was für Teile wie lange halten. Und man könnte halt überlegen, vielleicht, wenn die eine Version 100 Jahre hält und die andere Version 50 Jahre hält, aber nur 20% kostet, kann man halt seine Prioritäten abwägen. Und ich würde jetzt auch nichts drucken, was halten soll aus PLA, das ist Quatsch. Aber aus Nylon drucken geht ja auch. Und ihr könnt auch nachher kommen, ich habe auch ein Nylon gedrucktes Teil hier. Das würde ich für halbwegs seriös halten. So. Bei dem Vortrag zur Easterhack hatte ich gerade ein Design mit einem 45-Grad-Labium gemacht. Das konnte ich aber noch nicht vorspielen, weil es Probleme mit dem 3D-Druck auf der Easterhack gab. Aber das kann ich jetzt gerade mal kurz zeigen. So schaut es aus. Das habe ich gemacht, weil ich die Dinger halt immer auf 45 Grad gedruckt habe, vorher die Labialpfeifen, um mir
Stress mit Supportmaterial zu sparen. Und genau, dann habe ich mir gedacht, vielleicht, wenn ich das Labium auf 45 Grad mache, kann ich sie hochkant drucken. Da hat sie, klebt sie gut an der Bildplate und so weiter. Und stellt sich raus, also es macht keine Probleme, da kommen Töne raus, genau wie andere Labialpfeifen. Also ich kann nicht wirklich einen Unterschied feststellen, ob man das hochkant, schräg oder 45 Grad macht. Dann hatte ich im Frühjahr noch Experimente mit gewänderter, durchschlagender Zunge. Das habe ich jetzt erstmal nicht weiter verfolgt. Aber ich wollte es jetzt trotzdem nochmal erwähnen, weil ich halt immer noch das Projekt habe, einen Prototyp zu bauen mit richtiger Dynamik, so wie beim Klavier. Genau, also Tastaturdynamik, damit meine ich, wenn man mehr drückt, kommt es lauter, als wenn man weniger drückt. Ungefähr so. Also das ist jetzt Klavier. Ich zeige das für alle Nichtmusiker. Und wenn man denselben Spaß mit einer Hammond-Orgel macht, dann ja. Ist immer gleich laut. Dann würde ich das Spektrogramm einführen. Das habe ich letztes Mal bei dem Vortrag auf der Easter Hack irgendwie schlampig gemacht. Die unteren Striche sind immer das, was man bewusst hört, und das, was oben drüber ist, sind Obertöne. Also Pfeifen hat komischerweise nicht so richtig Obertöne, aber singen schon. Seht ihr die Streifen? Da. Das finde ich ein ganz interessantes Spielzeug, wenn man hobbymäßig überhaupt irgendwelche Musikinstrumente baut. Dann kann man, das hat man auch so ein visuelles Feedback für das, was man da tut. Wo hatte ich die Pfeife gerade? Ah, hier. So. Das ist also jetzt die Pfeife, die ich vorhin hatte. Und ein Problem mit dieser Dynamik ist, also da gibt es mehrere, aber eins der Probleme ist, dass Labialpfeifen halt unterschiedlich, dass sich die Tonhöhe ändert, wenn man verschieden stark pustet, ja. Und wenn man doll pustet, überblasen sie. Deswegen ist das ganze Spielchen mit, wir machen hier mal mehr oder weniger Luft rein, irgendwie ein bisschen begrenzt. Und deswegen habe ich mal so eine durchschlagende, gewendete Zunge mitgebracht. Und wenn ich jetzt mehr puste, dann könnt ihr auf dem Spektrogramm auch sehen, dass es obertonreicher wird, aber sich die Tonhöhe nicht ändert. Und das heißt, die überblasen auch nicht. Deshalb ist das sehr interessant, wenn man versucht, irgendwas mit Dynamik zu machen. Die sind aber auch, also potenziell ist das ein Kandidat für ein Hochdruckregister. Die meisten Labialpfeifen, die ich so gemacht habe, sind glücklich bei 40, 50 Millimeter Wassersäule und die eher bei 100. Millimeter Wassersäule. Jetzt gibt es hier dieses Spielzeug. Jetzt muss es nur noch auf die Kamera. Genau. Das ist der Versuch, eine sehr minimalistische Intonierlade zu bauen. Was ist eine Intonierlade? Orgelbau ist eine arbeitsteilige Angelegenheit. Da gibt es Menschen, die bauen Pfeifen und Menschen, die Stimmen pfeifen. Und das mit dem Pfeifen stimmen findet nicht zwangsläufig in der Orgel, in der Kirche oder in der Konzerthalle statt, sondern man hat in seiner Werkstatt ein Ding. Da kann man die mal ausprobieren. Jetzt könnte man fragen, warum pustet man nicht einfach mit dem Mund rein? Das macht man nicht, weil, also erstens, weil da Blei drin ist in den Metallorgelpfeifen, aber auch, oh Scheiße, das kriege ich die Flasche nicht auf. Kannst du mal probieren? Sonst müssen wir Wasser nehmen.
weil, das geht nicht mehr. Weil Orgelpfeifen halt immer mit einem bestimmten Luftdruck spezifiziert sind. Und das mit dem bestimmten Luftdruck klappt halt nicht, wenn man mit dem Mund reinpustet. Die meiste Zeit, die es Orgelbau gab, konnten die meisten Orgelbauer nicht lesen und schreiben. Aber das macht nichts. So, was ich halt jetzt mache, ist, ich fülle hier Wasser in diese Röhrchen. Wo ist mein Wasser? Oh, das war schon ein bisschen viel. Wo ist meine Tasse? Ein bisschen experimentell, sorry. Kann man das überhaupt sehen? Nee, wa? Das ist jetzt leider scheiße, dass dieses gefärbte Wasser nicht... Gut. Also zumindest hat es jetzt eine gescheite Menge. Kann man das sehen auf dem Video? Ja, so halbwegs, ne? Also hier... Ah, jetzt oh, du hast es auf, okay. Dann machen wir das jetzt mit weiß, weil dann könnt ihr es wirklich sehen, was passiert. Das ist sonst leider ein bisschen scheiße. So, das kommt also wieder raus. Sorry. So, also es ist auch 3D gedruckt. So, noch ein bisschen, also bis zur Hälfte würde ich es vorschlagen zu machen, ja? So, so war das gemeint. So, und dieses Ding, kann man das sehen? Scheiße. Okay, ich halte es jetzt auch einfach mal hoch, dann könnt ihr das jetzt sehen. Und dann halte ich es gleich nochmal in die Kamera, dann kann der Film das auch sehen, so. Ja? Das war so mein erster Versuch, eine Nachtigall hinzubekommen. Eine Nachtigall ist ein Effektregister, da ist Wasser drin. Deswegen mache ich da jetzt mal Wasser rein, aber richtiges Wasser. Und was wir jetzt hier experimentell versuchen rauszukriegen ist, Janik, kannst du mal bitte kommen und die Nachtigall festhalten, nicht, dass sie mir umkippt und ich eine große Sauerei veranstalte. Ich puste einfach mal, ja, so, mit dem Balg. Und jetzt hören wir noch nichts. Das hat Tasten, also wie ein Klavier, nur klein. Jetzt kommen langsam Töne. Und die Frage ist quasi, bei wie viel Luftdruck tirilliert das Ding? Weil das ist das, was es eigentlich machen soll. Hoffentlich funktioniert es. Okay. Nehmen einfach mal eine andere. Vielleicht ziehe ich Scheiße. Warum geht es nicht? Wollt ihr mich verarschen? Ist das Ventil im Arsch? So ist es, wenn man Sachen selber baut. Okay. Oh, sie hat noch nicht genug Wasser. Also das ist... Man kann es leider von außen nicht so gut sehen, wie viel Wasser drin ist. So. Ja, nochmal probieren. Genau. Also jetzt kommt erstmal überhaupt ein Ton. Und an der Differenz von diesen beiden Luftsäulen, Wassersäulen, kann man dann sehen, wie viel Luftdruck da gerade am Start ist. Lass mal probieren. Genau, das meine ich mit tirillieren. Genau, und so kann man also irgendwelche 3D-gedruckten Orgelpfeifen, ja, kannst loslassen, da einfach anschließen und dann kann man die testen. So, das ist Ziel der Übung. Ja, was haben wir hier noch Schönes? Ach, genau. Und dann, wie gesagt, ich wollte ja was mit Dynamik machen. Und da könnte man jetzt verschiedene... Input-Vektoren nehmen für die Dynamik. Wenn man die Geschwindigkeit misst, mit der man die Taste runterdrückt, dann hat man sowas wie bei einem elektrischen Klavier. Also da wird meistens die Geschwindigkeit gemessen und daraus bestimmt sich die Lautstärke. Dann könnte man noch als Input-Vektor nehmen, wie tief die Taste reingedrückt ist. Also haben wir mal irgendwas als das, also quasi so, ja?
Das ist quasi der Punkt. Und das ist tatsächlich was, was bei manchen Modellen Orgel benutzt wird. Und ich würde das aber nicht Dynamik nennen, sondern expressives Spiel. Und zwar aus folgendem Grund: Mit halb gedrückten Tasten kann niemand spielen. Also das heißt, mit diesem, wenn man die Höhe der Taste als Inputvektor nimmt, dann beeinflusst man nicht wirklich die Lautstärke der Töne, sondern das Einschwingverhalten. Und das ist durchaus musikalisch interessant und potenziell wertvoll, aber es ist jetzt nicht Dynamik, so wie ich mir das vorgestellt hatte. Und das Dritte, was man nehmen könnte, ist der Druck auf die Taste. Und ich habe jetzt mal hier so einen Fohlenkraftsensor. Genau. Den würde ich also als Sensor nehmen für das. Das ist jetzt einfach nur mit einem Arduino ausgelesen und so in der Art stelle ich mir das vor. Das könnt ihr auch nachher kommen und selber ausprobieren, wenn ihr wollt. Wo sind meine Folien? So. Nun braucht man halt nicht nur einen Sensor, sondern auch einen Aktor, beziehungsweise viele. Das sind jetzt die Ventile wie in der Intonierlade, deswegen ist da eine gerade vorhin rausgeflogen, weil es halt ging. Das sind einfach zwei Röhrchen und eine Sprungfeder drin. Ich habe mich für diese Bauform, also zumindest da jetzt erstmal entschieden, weil ich da relativ viel 3D drucken konnte und ich das irgendwie, weiß nicht, wollte ich einfach mal machen. Und Yannick wollte sich schon länger mal mit so Aktoren beschäftigen und der Status war ziemlich lange auf Maybe, aber als er das gesehen hat, ging es dann irgendwie ein bisschen vorwärts und an der Stelle übergebe ich mal. So, bam, wir tauschen Plätze, oder? Können wir machen. Gut. Also, das Problem war, wir brauchen irgendwie Ventile, die möglichst günstig sind, weil irgendwie braucht man halt viele davon und dann wird es relativ schnell ziemlich teuer und diese Ventile müssen auch noch irgendwie angetrieben werden. Und dann war ich erst bei irgendwelchen Sachen, wo man halt so einen Kegel in einen anderen Kegelfassung reinschiebt und so, aber dann kam Benjamin halt mit dieser Version für die Tasten und da habe ich dann weiter angesetzt. Also für den Antrieb brauchen wir halt irgendeinen Antrieb, der positionsgeregelt ist. Und also so ein Positionierantrieb ist halt, muss logischerweise seine Position kennen, beziehungsweise ich, der es ansteuern muss, die Position kennen. Und das kann ich entweder dadurch machen, dass ich das einfach durch die Ansteuerung weiß, weil dieser Antrieb sich halt auf eine spezielle Art verhält. Ich gehe da gleich nochmal drauf ein, aber viele werden sicherlich schon wissen, wovon ich rede. Oder ich kann halt die Position messen mit einem Positionsencoder. Die gibt es irgendwie in linear und in für die Drehbewegung. Da habe ich aber das Problem, dass ich halt eine Regelschleife aufbauen muss. Das heißt, ich habe einen Ist-Wert, den ich messe. Ich habe einen Soll-Wert, wo ich hin möchte. Und ich muss diese Differenz davon irgendwie auf Null bekommen. Da brauche ich in der Regel halt, wie gesagt, eine Regelschleife. Das brauche ich in der Regel eine Echtzeitfähigkeit und wenn ich das dann irgendwie auf dem Mikrocontroller machen möchte mit vielen Antrieben, also vielleicht so 25, dann stelle ich mir vor, dass das schon relativ rechenaufwendig werden könnte. Außerdem ist die Hardware da auch relativ teuer. Also was für Möglichkeiten habe ich eigentlich? Es gibt diese Antriebe, die hatte Benjamin vorgestellt, von, wie man sieht, einem Hersteller namens Otto Heuss, der halt Teile für Orgelbau verkauft und diese Antriebe können wohl auch die Position regeln, also man kann da eingeben, ich möchte jetzt irgendwie 100% auf oder 50% auf und die kosten aber halt relativ viel Geld und dann arbeiten da zwei Spulen gegeneinander, also braucht das wahrscheinlich auch noch relativ viel Strom. Das hatte ich auch ausprobiert, im Prinzip mit so einem Solenoid Valve, heißt das auf Englisch, also, oder Tauchspulaktor, also im Prinzip das, was ein Lautsprecher macht, zu arbeiten, aber das hat irgendwie alles nicht so wirklich funktioniert oder es wird dann wieder relativ teuer. Dann gibt es so Modellbauservos, die kriegt man relativ günstig, aber wenn man sie günstig kauft, dann sind sie ziemlich teuer, wenn man sie günstig kauft, sind sie meistens relativ laut und auch relativ langsam. Dafür ist die Ansteuerung einfach, weil nämlich diese Positionsregelung in dem Servo selbst gemacht wird. Also das, was ich vorher gesagt hatte, da ist halt auch so ein
Gerät drin, was die Position misst und dann passiert das da alles automatisch. Und dann, genau, das ist halt die professionellere Variante, das nennt sich dann Servoaktor, was man so in der Industrie einsetzt oder in so einer Servolenkung vom Auto. Da hat man halt dann Motor und so einen Positionsencoder, das ist jetzt nur der Encoder, also man sieht, in ordentlicher Qualität sind die dann auch relativ unhandlich groß und teuer und ja. Und dann kennen viele wahrscheinlich von den 3D-Druckern so Schrittmotoren. Die haben halt den Vorteil, dass eben durch die Ansteuerung bekannt ist, an welcher Position der sich befindet, weil einfach pro Ansteuerschritt eine gewisse Drehung vollzogen wird. Bei so Standardschrittmotoren, die haben meistens 200 Schritte pro Umdrehung, also 1,8 Grad. Dann kann man noch ein paar Tricks machen, um die Auflösung zu erhöhen. Aber in der Regel kennt man da halt die Position. Also nochmal zusammengefasst, was sind die Vor- und Nachteile? Der Vorteil ist halt, ich kenne die Position, außer wenn man das falsch auslegt und der unter zu viel Kraft drauf gibt, dann springt der halt, überspringt der Motor einen Schritt und dann hat man halt Probleme. Wer einen 3D-Drucker hat, kennt das eventuell auch, dass dann plötzlich eine Schicht etwas verschoben weitergeht. Die Positionsregelung ist halt relativ einfach, weil ich auf dem Controller, der den ansteuert, einfach nur zählen muss, wie viele Schritte ich in welche Richtung gemacht habe. Dann muss ich also Plus und Minus rechnen und dann weiß ich, wo das Ding steht. Und die Positionsauflösung ist relativ hoch, beziehungsweise genau genug für das, was wir machen wollen. Die erste Schätzung war, dass man wahrscheinlich so etwa 20 Schritte braucht, also Lautstärke-Schritte, um das irgendwie sinnvoll unterscheiden zu können, die, also so, dass man keine Schritte wahrnimmt in der Lautstärke von dem Instrument hinterher. Das war meine Schätzung. Ja. Das war meine Schätzung. 20 Schritte. Der Nachteil ist, dass die in der Regel, vor allem wenn man relativ kleine Schrittmotoren nimmt, die auch dann günstig sind, ziemlich einigermaßen wenig Kraft haben, aber bei dem Ventildesign, was aktuell der Plan ist zu nehmen, ist das auch kein Problem. Da gehe ich gleich drauf ein, wie das dann aussehen soll. Hier steht gegebenenfalls laut, weil das hängt stark von der Ansteuerung ab. Also um wieder auf das Beispiel 3D-Drucker zu kommen, da kennt man es eventuell, dass die halt so lustige Geräusche machen, wenn die hin und her fahren. Da gibt es aber halt spezielle Treiberchips für, die das besser können und nahezu lautlos sind. Dann waren wir vorher bei diesem Ventildesign. Das ist natürlich praktisch, wenn man da oben die Taste drauf hat in Türkis und einfach nur runterdrücken muss. Und da fiel mir dann ein, warum muss es denn eine Linearbewegung sein? Ich kann das natürlich auch einfach. Ich kann das auch einfach bauen, dass der Motor direkt daran kommt, weil sonst brauche ich so ein Teil, wo hier hinten ein Schrittmotor dran ist. Dann ist da so eine Spindel dran. Dann muss ich da noch wieder ein Teil ranbauen, was diese Linearbewegung abgreift. Das soll sich möglichst nicht mitdrehen. Wie man sieht, auch allein vom Hardwareaufwand etwas aufwendiger, muss ich irgendwie noch mehr Teile designen. Und man kann das Ventil halt auch so bauen, dass man einfach diese zwei Röhrchen übereinander dreht. Und dann kann ich halt direkt einen Schrittmotor an eines dieser Röhrchen anschließen und das Ventil halt hin und her drehen. In diesem Fall halt für einen Stellbereich von 90 Grad. Das kann man sich überlegen, wie weit man das machen möchte, aber da muss man auch immer aufpassen, dass man schnell genug schalten kann, weil der Motor braucht halt eine gewisse Zeit, um sich zu drehen. Genau, zur Ansteuerung. Das ist relativ klar, da nimmt man halt einen Mikrocontroller für, das ist halt ein Prozessor, der darauf ausgelegt ist, Aufgaben zu übernehmen, wo man viel Anschlüsse braucht. Denn pro Schrittmotor brauche ich 3 Pins an meinem Mikrocontroller, weil so ein Schrittmotortreiber hat halt in der Regel als einfachstes Interface das sogenannte Step Direction Interface. Das heißt, ich habe einen Pin, wo ich einfach von 0 auf 1 und wieder zurückwechsle und jedes Mal, wenn ich da den Pegel wechsle, wird halt ein Schritt gemacht und dann muss ich natürlich noch sagen, in welche Richtung der Schrittmotor sich drehen soll. Das mache ich halt über den Direction Pin.
Jetzt haben wir aber das Problem, dass der Schrittmotor im Zweifelsfall irgendwo steht, wenn ich das Gerät anschalte. Also brauche ich noch einen Endschalter, wo ich dann halt kontrolliert hinfahren kann und wo ich dann halt weiß, wenn der da angekommen ist, dann ist er bei Position 0, also zum Beispiel Ventil ganz zu. Das heißt, ich brauche viele Anschlüsse, aber auch da gibt es halt Controller, die können das. Ich habe jetzt hier so ein, das ist jetzt nicht so relevant, aber ich habe hier halt ein Tiva-Board, das hat so um die 100 GPIO-Pins, die da auch rausgeführt sind. Also da kann man schon mal viele Orgelpfeifen mit ansteuern. Also man muss halt beachten, so eine Oktave hat 12 Töne, also wenn man irgendwie 2 Oktaven haben möchte, dann braucht man halt, wenn man den noch einen Ton von der nächsten Oktave mitzählt, 25 Antriebe. Und damit wären halt so schätzungsweise 30 möglich. Ich habe jetzt noch nicht geguckt, ob das alles genauso hinhaut, aber das müsste passen. Jetzt haben wir da, also zusammengefasst, wir haben ein Ventil, wir haben einen Antrieb da dran, wir haben so einen Schrittmotortreiber da dran, wir können den an den Mikrocontroller anschließen, jetzt haben wir da aber immer noch nicht irgendwie unsere Daten von dem Eingabegerät reingekriegt, also sei es eine Tastatur mit diesen Fullenkraftsensoren oder meinetwegen kann das auch irgendwie mit diesen Lochkarten von einer Drehleier betrieben werden oder man macht halt spart sich das, da einmal auf so eine mechanische Ebene zu gehen und steckt da halt MIDI-Files rein, weil das so der Standard ist, um halt abzuspeichern, welche, also generisch abzuspeichern, was jemand auf einer meistens Klaviatur halt eingegeben hat und dann kann man das auf eine Software, Hammond-Orgel, Klavier oder was auch immer geben oder halt an, in diesem Fall an ein Hardware-Instrument, also erstmal war halt die Idee, nimmt man halt MIDI. Das ist ein sehr simples Protokoll, das ist einfach eine serielle Verbindung zwischen den Geräten. Also das läuft über den UART-Port vom Mikrocontroller, für die nicht wissen, wofür das steht. Das steht für Universal Asynchronous Receive Transmit. Also ich kann da, das ist dann wiederum, das Asynchrone ist eine Sache, wie das halt auf dem Mikrocontroller implementiert ist. Das ist jetzt nicht so wichtig. Aber das ist halt sehr, sehr simpel zu benutzen. Die MIDI kann auch noch ein paar mehr Sachen, aber das, was mich interessiert, sind einfach Kommandos mit 3 Byte. Das erste Byte sagt, was ist eigentlich, was sollst du machen? Da gibt es halt eins für Note an und eins für Note aus und noch diverse andere. Als zweites wird halt übertragen, welche Tonhöhe soll es sein. Und als drittes nennen die das Velocity, was wir hier halt dann für die Lautstärke nehmen. Was aber eigentlich in Zukunft besser wäre, ist ein Protokoll namens Open Sound Control, OSC. Das ist halt netzwerkbasiert. Also man nimmt halt dann ganz normale Ethernet-Kabel und Ethernet-Switches und dann können die Geräte untereinander kommunizieren über UDP-Pakete. Was halt den Vorteil hat, wenn man eben nicht nur so eine kleine Version baut, sondern eine mit mehr Pfeifen, dann braucht man halt mehrere Controller auf der Ausgabeseite, weil ich halt irgendwann gehen mir die Pins an so einem Controller aus und ich möchte eventuell auch verschiedene Eingabegeräte haben und die lassen sich natürlich über einen Ethernet-Switch sehr einfach zusammenschließen, als jetzt irgendwie mit MIDI-Kabeln und durchschleifen und so zu arbeiten. Außerdem hat es noch ein paar mehr Features, um halt in einem Ton auch noch die Lautstärke zu ändern und alles Mögliche. Also damit kann ich halt relativ einfach so ein Netzwerk aufbauen. Da könnte man sich dann überlegen, wie man das gerne konfigurieren möchte, aber dann hat man irgendwie eine Einheit mit einem Orgelregister, wo halt eingestellt ist, das ist, du hast irgendwie C3 bis C5 oder so und dann reagiert es halt auf die Eingaben, die da über Netzwerk kommen und auf alle anderen halt eben nicht. Ja, jetzt war die Idee, noch eine kleine Demo zu machen, wenn es funktioniert, hoffentlich. Wir haben das halt alles hier noch in den letzten Tagen zusammengebastelt. Nicht ganz fertig. Also mein Wunsch wäre eigentlich gewesen, dass das jetzt auch noch was klingt. Und zwar, indem wir das mit den Motoren in diesem Teil hier abspielen lassen. Aber ich habe die Luftversorgung zu Hause liegen lassen.
Deswegen gibt es nur Motoren, aber keine Töne. Dinge, vielleicht nochmal Video? Das wäre geil. Genau, okay. So jetzt so. Irgendwie ein bisschen mehr nach hier noch. Zu mir. So, also man sieht eventuell einen Riesenhaufen Kabel. Wie das halt so ist, wenn man prototypt, dann nimmt man so ein Steckbrett und steckt da viele Kabel rein. Hinterher wäre natürlich die Idee nicht so, diese Chips da zu nehmen, also keine Boards mit Chips drauf zu nehmen, sondern direkt die Chips, dann wird das auch alles ein bisschen günstiger. Und wie gesagt, das Problem war jetzt halt hier noch, die entsprechenden Ventile alle auszudrucken, aber wenn man jetzt hier auf die Taste drückt, dann sollte man sehen, dass sich die Motoren da alle schön nacheinander hin und her bewegen, bis auf den letzten. Theoretisch spielst du einen Free-Software-Song, nur jetzt ohne Töne. Na gut, da jetzt nicht, sondern in der anderen Demo, aber man sieht, dass die auch... ich kann auch den Free-Software-Song anmachen. Also man sieht, die sind schon ziemlich fix, wenn man da einfach nur 90 Grad stellt. Deshalb war da auch die Wahl dazu. Also ich kann, wer Interesse hat, soll dann einfach gleich fragen. Dann kann ich erklären, wie ich da zu den Werten gekommen bin. Und das sollte eigentlich reichen, um einigermaßen schnell mit einer Orgel zu spielen. Das Problem ist natürlich, aktuelle Orgelmusik ist eigentlich meistens relativ langsam. Was? Oder? Naja, manche, halt, egal. Manche Orgelmusik egal. Ist. Aber ja. Die Frage ist, wie schnell man dann da Töne spielen kann. Das hängt natürlich auch davon ab, wie schnell die Pfeifen ansprechen. Genau. Das ist eher das Problem. Genau. Und also jetzt von hier aus hört man das nicht. Also ich hatte ja vorher gezetert, Schrittmotoren wären laut, das ist nicht laut. Ich habe mich geirrt. Ich hatte keine Ahnung. Also die andere mit dieser Spindel, den habe ich irgendwie doll auf ein Holzstück, gepresst. Das hört man nicht. Also auch wenn man einen Resonanzkörper unterbaut, sind die ziemlich leise. Also das sollte nicht das Problem sein. Gut. Genau, und da sind wir dann auch erstmal schon beim Ende angekommen. Alles Weitere dann gerne in einer Fragesession für Details und oder andere Fragen oder Einwürfe, was man besser machen kann. Vielen Dank. Ja, herzlichen Dank, Benjamin. Herzlichen Dank, Yannick. Ihr habt es gehört, der Call to the Microphones. Da ist schon jemand an Mikrofon 1. Hallo. Ja, hallo. Was spricht denn für die Aktuation gegen so eine, wenn man sich das bei einer mechanischen Orgel einfach abguckt, eine mechanische Wippe, die direkt das Ventil betätigt, einfach auf mechanische, simple Art und Weise, und dann macht man einen Elektromagneten dran? Ja. Geht, wenn du nur an- und aus willst. Und ich bin ja schon mittelfristig auf der Suche nach dynamisch. Ja gut, aber bei den Labialpfeifen erübrigt sich das doch, oder? Wie bitte? Bei den Labialpfeifen kann man ja mit Dynamik sowieso nicht viel machen. Da müsste man ja, die müsste man in ein Schwellwerk verpacken. Okay, da muss ich ein bisschen ausholen. Es gibt viele Pianisten, die behaupten, man könnte auf einem Klavichord nicht spielen. Und dann gibt es natürlich Menschen, die können Klavichord spielen und sagen, man kann da sehr wohl drauf spielen. Und ich habe irgendwann angefangen mit Klavichord spielen und die ersten 2 Monate klang es halt nur wie Katzenjammer. Und man muss, also sozusagen, wenn man so einen empfindlichen Aktor hat, also wenn sich die Tonhöhe ändert, das heißt nicht, dass man das nicht benutzen kann. Das ist was man halt lernen muss dann, oder was die Musiker und Musikerinnen lernen müssen, damit umzugehen, dass der Druck gemessen wird und dass die Pfeifen anders ansprechen als sonst. Und man kann damit dann auch nicht jede Literatur spielen. Aber ich glaube schon, dass man auch mit Labialpfeifen und Dynamik was machen kann. Das ist halt kein großer Dynamikumfang. Aber ich glaube schon, dass es einen sehr großen Zugewinn an Ausdruck gibt, bei Musik, bei der das passen würde. Und ich würde auch vermuten, also wenn man das mit der Dynamik macht, mit Labialpfeifen, dann kommt man eher bei Literatur raus wie für ein Klavichord, also nur 2 oder 3 Stimmen, weil man halt nicht mehr kontrollieren kann mit seinen Händen. Wenn dir das gelingt, ist toll. Aber ein Schwellwerk wäre eine Alternative, oder? Nein. Hold your own fork. Mikrofon 2, bitte.
Hi, erstmal danke für euren Talk. Kurze Frage zum Thema Mikrocontroller IOs. Habt ihr mal drüber nachgedacht, wie das wäre, wenn man die Ausgänge der Motoren einfach multiplexen würde? Klar, dass vielleicht die Schritte, da muss man sehen, wie es mit dem Timing passt, aber sowas wie die Direction oder den Endpoint könnte man ja auch super multiplexen, oder? Dann würde man sich die verschiedenen Mikrocontroller sparen und ein bisschen Kommunikation und so weiter und so fort. Ja, also die Direction und Endstop kann man sicherlich multiplexen, aber an irgendeinem Punkt werden wir immer ankommen, dass man dann mehrere braucht. Das heißt, also irgendwie muss man im Architekturdesign dann doch was vorsehen, dass man das einigermaßen sinnvoll zusammenkriegt. Und allein der Punkt, dass man halt Eingabegerät und Ausgabegerät trennen muss, gut, da wird halt MIDI reichen. Aber ja, den Step-Pin würde ich, glaube ich, ungern multiplexen wollen. Danke. Wir haben noch eine Frage an Mikrofon 4. Habt ihr euch Gedanken darüber gemacht, wie es ausschaut mit dem Querschnitt für die Ventile? Ich meine, ihr habt ja unterschiedliche Interessen daran, ob ihr möglichst schnell den Luftstrom haben wollt oder eher eine Variable? Meinst du bei den Drehventilen? Genau. Noch nicht. Aber ich habe auch bis jetzt nicht viel Feintuning überhaupt gemacht bei den Querschnitten für die Schläuche. Das ist ja eigentlich ein Faktor bei Orgelpfeifen. Und ich würde das dann daran koppeln, also zu gucken, was ich für Schläuche kriege, welche passt zu welcher, also welcher Querschnitt passt zu welcher Pfeife, mache ich, also würde ich einfach ausprobieren mit diesen Drehventilen. Habe ich noch nicht ausgerechnet, weiß nicht. Aber also ich finde es schon einer der charmanten Aspekte dieser Drehventile, dass man die relativ gut in verschiedenen Größen, also in verschiedenen Dicken bauen kann und nicht dann irgendwie zwei Magnete braucht für große Pfeifen oder irgend sowas. Mhm. Oder hast du eine Idee? Was ich jetzt meinte, wäre halt gewesen, du kannst, wenn du entsprechend zum Beispiel eine Dreiecksstruktur aufbaust dafür, könntest du wahrscheinlich ein Jahresverhalten bekommen. Das, was ich jetzt gezeigt habe mit den runden Querschnitten, wird ein anderes Verhalten erzeugen. Wahrscheinlich könntest du über Schlitze dafür sorgen, dass ihr ein sehr schnelles Ansprechverhalten bekommt. Ja, genau. Also, aber da, also das ist noch nicht so weit, aber über solche Sachen habe ich auch nachgedacht. Okay. Ja, cool. Cool, ihr solltet euch dann nochmal treffen mit allen Menschen, die total interessante Vorschläge machen. Wir haben dann auch sehr viele in den Schlangen. Ich gehe weiter mit Mikrofon 1. Du hast schon angesprochen, dass du die Luftversorgung zu Hause gelassen hast. Wie sorgt ihr für Druckluft? Also das war bei mir mal irgendwie so ein bisschen bei der Überlegung. Kompressor ist ziemlich laut. Wie bitte? Kompressor ist ziemlich laut. Genau, also was für eine Konstruktion habt ihr, um den Luftdruck zu erzeugen? Kompressor ist ziemlich laut, besonders wenn du einen großen willst. Deswegen wird er ja dann bei großen Orgeln in den Keller gepackt und schwingungsfrei aufgehängt. Wenn man nicht diese ganz großen Pfeifen braucht, sondern für Truhenorgeln, da ist ja auch Luft drin. Da ist es dann nicht ganz so laut. Ich habe ein bisschen experimentiert, aber nicht mitgebracht in Ermangelung eines Autos. So eine Konstruktion wie in einer Drehleier mit zwei Schöpfbalken und einem Magazinbalg. Und wenn man jetzt seriös stabile Windversorgung haben will, also zu diesem Zweck wurde ja der Mehrfaltenbalg erfunden, der also so im Ganzen rauf und runter geht. Was jetzt ein bisschen schwerer zu bauen ist als ein Balk, der nur so macht. Aber das Problem ist, wenn man einen Balk macht, der nur so macht, ist, dass je nachdem, bei welchem Winkel man den hat, der verschieden schwer ist. Aber heutzutage kann man das ja so machen, dass der Balk weiß, wie viel Luft da drin ist, indem man einen Sensor draufklebt und das dann weitergibt an diese Schöpfbälge und die dementsprechend Pi mal Daumen so schnell machen, dass das ungefähr gleich schräg bleibt und nicht so krass rauf und runter geht. Das wäre jetzt so mein Vorschlag. Woraus baut ihr die? Plastik, 3D-gedrucktes Zeug, Lager von Skateboards, weil die sind halt billig, ganz einfach. Und an dem Fall ist tatsächlich auch der Motor das lauteste. Ja. Vielleicht, also, aber das habe ich noch nicht versucht zu optimieren, den Motor leiser zu kriegen. Genau. Aber also für so ein, wahrscheinlich ist das gar nicht mal so doof, wenn man jetzt so als Makerspace selber eine Orgel bauen will, so eine Konstruktion zu machen,
wie bei einer Drehleier mit zwei Schöpfbalken und einem Magazinbalk, und aber die Geschwindigkeit der Schöpfbälge anzupassen durch einen Sensor, der misst, wie voll der Balk ist. Dann spart man sich auch ein Überdruckventil und so ein Scheiß. Ja. Mikrofon 2, bitte. Ihr habt jetzt die Pfeifen einzeln angesteuert. Habt ihr euch überlegt, mal nur ein ganzes Register anzusteuern mit dieser Dynamik? Also so ähnlich wie wenn man beim Synthesizer Aftertouch hat, dann kann man auch nur die ganze Tastatur steuern, das ist dann ein Signal. Und dass man dann quasi, ich weiß nicht, wie man das mechanisch machen würde, aber dass alle Pfeifen in einem Register das Ventil gleich offen haben. Da wird man sich vielleicht Ansteuerungskomplexität sparen und wenn man es eh nicht anders steuern könnte. Ja. Da kriegt man halt sowas Ähnliches raus, wie wenn man ein Schwellwerk benutzt im Endeffekt. Das heißt, man hat einen Dynamikfaktor, der immer für das ganze Register gilt. Ich glaube, das hängt ein bisschen davon ab, was man da für Musik drauf spielen will. Also das hat mit Sicherheit eine Berechtigung. Ich hätte aber halt gerne Tastendynamik. Aber ja, auch das ist was man bauen kann und was interessant ist für gewisse Formen von Musik. Ja. Vielleicht noch, also es ist jetzt nicht wertend gemeint, ich hätte gerne diese Tastaturdynamik. Andere Leute wollen alles mögliche andere. Mir ist klar, dass man mit so einer Tastaturdynamik, zumindest mit Labialpfeifen, keine Fuge spielen kann. Gibt viele Sachen, die schön sind auf der Welt. Noch eine Frage? Ich weiß nicht, wie viel. Wir haben noch Mikrofon 1. Ich wüsste gerne noch, mit welcher Software ihr dieses Oberstromspektrum visualisiert habt. FFmpeg irgendwas. Ich habe das genaue Kommando ist auf dieser Seite im Fahrplan. Kannst du, also da, zumindest für Mac und Linux ist es da drin, und wenn du das in dein Terminal kopierst, funktioniert es hoffentlich, ansonsten musst du einen Nerd fragen, um dir das zu debuggen. Aber und nochmal Mikrofon 1. Ja, man kann ja Orgelbau zu jeder Zeit beliebig kompliziert machen, das haben wir schon mitgekriegt. Und ihr habt jetzt vor allem den Schwerpunkt auf die Anschlussdynamik gelegt. Habt ihr schon geplant oder ist absehbar, wann ihr mehrere Register da reinbauen wollt? Eine Windlade, oder weiß ich nicht, mit Windladen oder sonst irgendwie, also die Komplikation auf einer anderen Dimension. Ich würde ja eigentlich am liebsten einen Aktor unter jede Pfeife machen. Also deswegen ist auch die Frage, wie bekommt man das billiger? Nicht wirklich. Also ich würde halt gerne einen Prototyp bauen, der groß genug ist, dass man überhaupt Musik drauf spielen kann, damit ich verständlich machen kann, was der Sinn von der Sache ist. Zwei Oktaven, zwei Register. Und zwar halt einmal Labialpfeife und einmal gewendete, durchschlagende Zunge. Und da würde ich unter jeden Ton einen Aktor machen. Und wenn dann jemand auf die Idee kommt, eine Orgel zu bauen und mehrere Register haben möchte, dann kann er sie natürlich da auch mitentscheiden, an welcher Stelle man wie viel Geld drauf wirft und so weiter. Und da ich nicht vorhabe, eine Orgel zu bauen, die über so einen Prototyp hinausgeht, zum Beispiel, weil ich keinen Platz dafür habe. Genau, also deswegen, ja. Ist das eine Antwort? Ja. Okay, gut. Okay. Er hat ja gesagt. Ja, wahrscheinlich dann auch der Aufruf, dokumentiert eure Orgeln gut, stellt sie irgendwo hin, wo man dann sehen kann, was gebaut wurde, und damit alle anderen dann wieder drauf aufbauen können oder sich was anderes daraus aussuchen können und wieder bei sich integrieren können an das Publikum, das jetzt gerade eine Orgel zu bauen. Ja, ja, genau. Ich habe auch meistens dieselbe Decknummer, also beim nächsten Event einfach mal versuchen. Genau, dann danke ich euch ganz herzlich. Danke für eure vielen Fragen. Und ja, wenn ihr dann die Orgeln gebaut habt, bringt sie bitte nächstes Jahr mit. Cool, vielen Dank.